Sei live dabei, wenn die härtesten MMA-Fighter in den Cage steigen. Am 6. Mai in der Swiss Life Hall Hannover. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 3x3 Minuten ist die ausgemachte Distanz. Wir bewegen uns im Leichtgewicht wie besprochen. In meiner Heimat nennt man sowas einen Revierkampf und wir werden sehen, in welche Richtung es geht. Hier Applaus für Simon Schürger und Sebastian Mannlinger. Also wenn die zwei genauso heiß sind wie die Halle, dann kocht's gleich. Seconds out, Betreuer aus dem Ring. Seconds out, please. Ring frei. Runde 1. So, da wird reingerufen, Löwenherz. Schürger soll jetzt sagen, zeigen, dass er der Kämpfer ist. Ah, Mannlinger rutscht zu hoch und... Nicht den Rücken geben, nein, nicht den Rücken geben. Fällt unglücklich und kassiert die schlechtmöglichste Position, die er jetzt haben kann. So. Gute Schürger. Position für Schürger, ja, der kann natürlich jetzt... ihn aus, ja, der macht schon... Ja. Punkte sammeln. Baumlässer und setzt den Griff rein, das sieht schon wieder nach... Die Beine sind schon in der richtigen Position. Wenn er jetzt noch schafft, mit seinem Unterarm unter das Kinn zu kommen, dann hat Mannlinger ein echtes Problem. Ja, Mannlinger braucht jetzt echt viel Kraft. Er muss diesen linken Arm von Schürger weghalten. Schafft er zunächst. Schürger aber hält die Beine drin, hat die Hooks drin. Und bearbeitet natürlich seinen Gegner, deckt ihn ein, sodass der sie nicht abstützen kann mit den Händen. Dann kommt er nicht hoch. So, Mannlinger muss sich entscheiden. Nehme ich 2, 3 Treffer und versuche mich aber zu befreien. Ja, zieht die Beine ran, das macht er erstmal gut. Er darf sich nicht strecken lassen, Mannlinger, dann ist es vorbei. Und ja, das Problem ist natürlich hier, dass die Beine eine sehr gute Kontrolle haben. Die sitzen eng, schwierig den Gegner, der dir im Rücken sitzt, hier auf gut Deutsch abzuschmeißen. Ja, und Schürger schnappt sich dann die Hand. Und du musst natürlich die ganze Zeit aufpassen, dass nicht der Arm deines Gegners unter dein Kinn kommt. Andererseits clever von Schürger, da hält die Ruhe. Versucht jetzt nicht... Pace-artig hier unbedingt ein Dominante Ende zu erzwingen. Runde von Schürger. Absolut. Voll im Griff die Dache. Ja, Mannlinger kämpft immer noch für die bessere Position, die er einfach aber nicht schafft hier zu erreichen. So, jetzt haben wir sie direkt vor uns. Jetzt streckt er ihn wieder kurzzeitig aus. Das ist vielleicht das einzige Manko bei Schürger, dass er eben dieses Ausstretchen nicht konsequent versucht. Und deshalb ist Sebastian Mannlinger immer noch im Duell. Schürger hier mit einer sehr guten Kontrolle. Wieder greift, versucht wieder den Griff zu haben. Hängt sich jetzt voll rein, das ganze Gewicht. Aber guck mal, Mannlinger, was für eine Kraft. Drückt sich jetzt hoch und schüttelt und will ihn dann abrutschen lassen, will ihn nach vorne rüber gleiten lassen. Zieht jetzt selber noch an. Riesenkämpferherz bei Mann aus Ingolstadt. Aber die Gefahr ist eben nicht gebannt. Ja, hier wird um jeden Zentimeter gekämpft. So, sie sind direkt an der Ecke bei Schürger. Und die Jungs von Pound von Pound Munich sind sogar relativ ruhig. Da wird gar nicht großartig was reingerufen. Der Junge macht's gut. Er macht's es souverän. Wird die zweite Runde gehen. Erste Runde, muss Ende man nicht sagen, ganz klar hier an Schürger. Brauchst du gar nicht großartig auf den Punktzettel schauen oder so, denn da hatte Sebastian Mannlinger nur diese eine Aktion, der Kick, der zu hoch ging und dann ist er dadurch selber zu Boden gekommen. Aber Respekt, super verteidigt, hat sich eben nicht kassieren lassen hier und er ist nach wie vor im Kampf. In der zweiten Runde kann das schon wieder komplett anders aussehen und wir wissen natürlich auch nicht, wie viel Energie Simon Schürger jetzt in der ersten Runde gelassen hat. Manchmal kann es sogar sein, dass der Athlet, der in einer schlechteren Position ist, etwas mehr Energie sparen kann. Ja, wobei, wenn wir sehen hier, Mannlinger, man sieht es, die Haut ist ein bisschen gerötet, klar. Er musste die ganze Zeit die Deckung halten, da reiben dann auch die Handschuhe drüber übers Gesicht. Er musste gucken, dass er keine Treffer nimmt und das Gewicht. Seconds out, Betreuer aus dem Ring, Seconds out, please. Klar, Mannlinger muss kommen. Die Runde, die erste, ist komplett weg. Und er ist aber, wenn man so guckt, immer noch heiß. Er winkt seinen Leuten zu, fordert sie auf, ihn hier zu unterstützen. Der Support ist ebenfalls da für ihn. Mögliche 2 Runden hat er noch, das Blatt zu wenden, punktetechnisch. Schürger, lange Arme, lange Fäuste, schickt er raus.
Ja, Mandinger war wieder ein bisschen hektisch. Ja, Schürger hat aber auch gute Hände ins Ziel gebracht. Oh, der Kick war ziemlich tief und leider genau in die Mitte platziert. Das ist nun mal so eine Sache, das kann in der Hektik passieren. War keine Absicht, denn Mandinger ging dann gerade so den Schritt rüber und damit war halt der Treffer leider zu tief. Jetzt ist auch Zeit, jetzt soll er sich erstmal holen. Sebastian Mandinger soll Luft holen. Maximal 5 Minuten hat er Zeit, sich zu erholen. Die Kampfzeit wird natürlich angehalten. 2:40 noch auf der Uhr. Kann man gleich dazu sagen, die Young Heroes kämpfen 3 Runden a 3 Minuten. Nachher bei den Pros sind es dann immer 5 Minuten pro Runde. Ja, und Basti, so wie er hier gerufen wird, soll sich Zeit nehmen. So ganz in Ruhe sein. Das bringt auch komplett ja den ganzen Ablauf durcheinander. Das gilt zwar für beide, aber natürlich für den, der den Treffer bekommen hat, umso mehr. So, jetzt gibt es noch mal kurz die Ermahnung. Da braucht aber nicht viel gesagt werden. Jan Göckel weist nur darauf hin. Und Simon Schürger nickt auch weiß, das war unglücklich. Shake hands und weiter geht's. Die Linke da drüber. Jetzt war mal 1-2 Mal der Haken aber von Mandinger offen, drin. Er ist offen, Sebastian Mandinger. Jetzt hat er die Fäuste rausgeschickt. Aber Schürger hat in der Mitte so richtig durchgetrommelt. Das waren ganz kurze Fäuste, die dann kamen. Und eins ist zu sehen, der größere von beiden, nämlich Simon Schürger, versucht sogar er noch hier den Takedown zu landen. Jetzt beide wieder aus der Distanz. So. Sebastian Mandinger greift an. Er ist der Kleine, er liegt zurück. Ja, Schürger mit 1-2-Kombinationen. Ja, der stoppt damit vor allem auch immer den Vorwärtsdrang seines Kontrahenten. Mandinger schlägt da ein bisschen wilder mit Schwingern auf der Außenbahn. Ja, ein bisschen Oberkörper mehr bewegen. Er bietet zu starres Ziel. Ja, vielleicht doch mal die wilden Schwinger etwas mehr vorbereiten. Hier, Schürger hat die Distanz gefunden. Schießt eine Hand um die andere rein. So, Sebastian Mandinger muss tief gehen, aber der Aufwärtshaken auch drin. Schöner Aufwärtshaken drin, schöne Hände jetzt von Schürger. Der nimmt, kleiner Cut am linken Auge bei Sebastian Mandinger und der pumpt. Ja, das kostet Kraft, die ganze Zeit zu verteidigen, auch Treffer nehmen zu müssen. Schöne lange Hände von Schürger, er macht es gut, hält sich auf Distanz, kommt durch die Mitte. Ja, da sind die Schwinger immer noch weit, die sind gefährlich, aber die sind nicht mehr so kraftvoll bei Sebastian Mandinger. Der hat einiges an Energie verloren. Oh, schöne Rechte. Aus. Schöne Rechte. Das war's. Er hat voll gesessen. Auf die Nase getroffen, dann leicht drüber, rechts. Das waren zahlreiche gerade Schläge, immer wieder 1-2-Kombinationen, die durchgegangen sind. Die sahen vielleicht nicht ganz so hart aus wie diese Schwinger, aber sie waren präziser. Sie haben getroffen, sie haben im Gesicht gebrochen, sie haben Schaden angerichtet. Ja, und Schürger hatte einfach dann genau diese Momente herausgefunden, wann er seine Fäuste rausschicken muss. Immer wenn der Schwinger kommt, dann ist kurzzeitig offen keine Deckung da. Dann hat er jedes Mal reingeschlagen und da hat Sebastian Mandinger heute ein bisschen Lehrstunde bekommen. Das kann passieren bei einem Debüt, das ist nicht hochdramatisch. Hoffen wir, dass der Cut an seinem Auge nicht zu stark ist. Hat mir auch gut gefallen, wie Simon Schürger seine Armlänge ausgenutzt hat, seine Reichweite. Ja. Hat er gut gemacht, Distanz ausgenutzt. Er hat besser reingefunden in den Kampf. Das hat ihm reingespielt, dass er in der ersten Runde Sebastian Mandinger dadurch den Schwung seiner eigenen Bewegung zu Boden kam, dass Schürger ihn da dominieren konnte. Und in der zweiten Runde war es dann dieses nur Standduell und da war Schürger einfach der Bessere. So, wir sehen die Mannschaft hier von Pound for Pound München mit rechts Sergio Zimmermann und mit Andreas Selak. Die gucken dann natürlich ganz in Ruhe und warten, bis das Urteil verkündet wird. Auf der anderen Seite das Team von MMA Mundial Ingolstadt. Die kümmern sich. Ladies and Gentlemen, wenn Kämpfer alleine wieder aufsteht, ist das alle mal ein Applaus wert. Geht noch mal rüber. Gratuliert er auch. Den sehen wir heute Abend auch noch im Käfig. Den sehen wir heute Abend. Im Co-Main Event. Ja, beinahe wirklich wichtigen Nummer, denn Wittmann, auch wenn er so ein bisschen tief stapelt, wenn er den Kampf gewinnt, ist er Titelanwärter. Dann kann er fordern. So, jetzt wird noch kurz gewartet. Ich will mal keinen Druck machen, aber die Jungs da drüben verstehen sich prächtig. Gar keine Frage. Und ich hätte ganz gern
für eine wirklich wilde Keilerei. Einen schönen Applaus für beide Kämpfer, Sebastian Mandinger, Simon Schürger. Jo. Ich will mich in die Arbeit von unserem Matchmaker ja nicht einmischen, aber ich denke, das wäre wert, mal einen Rückkampf zu vereinbaren, weil ich hatte jede Menge Spaß an diesem Kampf. Sei es drum, Ladies and Gentlemen, das Offizielle. Ist das so, oder? Ja. So, Mandinger wäre dabei. Ladies and Gentlemen, das offizielle Urteil. Kampf Nummer 3 endete in der zweiten Runde nach 2:03. Ursache dafür war ein Referee Stoppage. Der Sieg geht an den Mann aus München, Simon Schürger. Sei live dabei, wenn die härtesten MMA-Fighter in den Cage steigen. Jetzt sofort Sitzplatz auswählen und ausdrucken.